Knöpfchen drücken. Knöpfchen gedrückt. Knöpfchen gedrückt. Schön. Du? Ecke gestanden, Knöpfchen gedrückt. So. Pennen? Und auf dem Weg. Sehr schön. Nee, und das gut. Hatte. Need for Speed, klar. Jetzt bin ich unten. Setz dich auf mich. Ich komm nicht auf dich drauf. Okay. Ja, herrlich. Need for Speed. So gut wie alle Teile. Bis auf ein, zwei habe ich ausgelassen. Weil die mich absolut nicht interessiert haben. Welche? Jetzt lass mich überlegen. Need for Speed 1, 2, 3, 4 habe ich gezockt. Underground 2 habe ich auch gezockt. Most Wanted. Dann kam The Rival, das habe ich gezockt. Payback habe ich durchgezockt. Heat habe ich durchgezockt. Most Wanted sowieso. Dann kam mir das neue Most Wanted, das habe ich nicht gezockt. Also, was war denn 1, 2, 3, 4? Also Need for Speed 1 und 2 ist klar. Es ging ja bis 4. Bis 4 waren die nummeriert, weil es gab noch einen Need for Speed Porsche. Dann ja, Hot Pursuit. Genau. Hot Pursuit 2, glaube ich, gab es noch. Underground 2. Genau. Und dann kam ja das Most Wanted. Yep. Dann kam das mit der, wo alles nur noch auf der Rennstrecke war. Okay, welches war das denn? Boah, wie hieß das? Aber das habe ich gar nicht gezockt, weil Need for Speed musste für mich immer wie, ich verbinde Need for Speed immer mit Fast and the Furious. Also, Auto muss auf der Straße sein. Ja, und nicht kann auf ich voll und ganz nachvollziehen. Und nicht auf der Rennstrecke. Ersten, ja, die ersten Fast and Furious Teile, die waren halt, das war halt Need for Speed im Fernsehen oder im Kino. Ja. Und dann ist ja Fast and Furious irgendwie in eine etwas andere Richtung abgedriftet. Ich will nicht sagen, dass die schlechter ist. Also, die ist halt. Hat mit den eigentlichen nichts mehr zu tun, aber ist, ich find's trotzdem irgendwie witzig. Oder wie meine Frau sagen würde, ne? Die Filme wurden gut, als sie angefangen haben, sich nicht mehr ernst zu nehmen. Ja. Das stimmt. Hast du den neunten Teil schon gesehen? Nein. Da wollen wir aber noch rein, aber wir haben noch keinen Babysitter. Okay. Ich kann dir nur so viel sagen zum Thema, wir nehmen uns nicht mehr ernst. Ja. Das haben sie voll adaptiert. Also sie versuchen es noch nicht mal mehr. Oh, schön. Was, also, ne, nicht negativ gemeint ist, sondern wirklich. Nee, das ist. Ich finde aber halt auch. Kino und da darfst du nicht drüber nachdenken. Physik? Ach, gibt's hier nicht. Logik? Ach, teilweise. Wir haben unsere eigene. Punkt. Ja, das ist aber auch. Ich bin ganz ehrlich. Seitdem. Ruhe in Frieden, aber seitdem Paul Walker verstorben ist. Fehlt da was? Ja. Und ich habe das Gefühl, die haben da versucht, irgendwo zu kompensieren. Ja. Aber das ist halt. Man kann sie sich trotzdem angucken. Aber das ist irgendwie fehlt da was, finde ich. Ja, also dieser Teil. Fehlt wirklich, aber ich finde es trotzdem. Ich gucke sie auch. Ich gucke so un. Ich habe die ganze Box habe ich hier, also ich gucke so unheimlich gerne. Vor allen Dingen den achten Teil. Okay. Wo man dann doch ganz klar sieht,
Du kannst tun und lassen, was du willst, aber Familie geht halt über alles. Mhm. In dem Sinne. Kennst du oder hast du zufällig das Video von David Hein gesehen über Fast and Furious 9? Nein. Vielleicht sollten wir uns das nachher mal angucken. Ich glaube, ich meine, das wäre nicht genug, also nicht so viel Spoiler. Aber wie der Film entstanden sein muss. Und also ich habe mich kaputt gelacht. Und da ich das gesehen habe, nachdem ich den Film gesehen habe, musste ich sagen, ja. Ja, können wir ja machen. Können wir uns nachher gerne einmal angucken. Er muss mir dann sowieso nur die Dings rübergeben. Ich wollte da sowieso dann, hatte ich überlegt, dann für dieses Watch Together noch ein Overlay zu machen. Okay. Ach, ich wollte dir auch noch die Dinger in Farbe machen, ne? Also in grün. Ja, das eilt nicht. Ich habe jetzt erstmal meine ganzen Dings fertig gemacht. Hier meine Abonnentenabzeichen. Okay. Ich bin ja nach und nach jetzt erstmal hier alles am fertig machen, so wie ich Zeit finde und. Oh, ich habe kein Kupfer mehr. Na Mensch. Du musst nur hier hinkommen, hier liegt genug rum. Ja, ich bin gerade noch. Ja, hier liegt auch noch dein Helm, ne? Cool, den habe ich mir noch nicht geholt. Ich laufe auch wieder nackig rum. Ja, ist auch fein. Wenn du nackig rumläufst, das ist doch schön. Und ich habe jetzt noch schnell einen zweiten Köhler gebaut. Mhm. Ja, dann komme ich mal. Dann komm schon ein bisschen Kupfer holen. In der Zeit kann der nämlich da durchjagen. Ja. Ich finde nämlich hier mit den Twitch-Clips zum Beispiel, ich finde gar nicht so dumm. Die kannst du nämlich dann bei dir auch hochladen, auch wenn es das gleiche Video ist, ist aber ein anderer Kanal im Endeffekt, ne? Stimmt. Und wenn ich sehe, was ich da jetzt schon an Aufrufe habe. Okay. Ich habe. React lohnt sich? Lohnt sich immer, komischerweise. Aber ich habe auf beiden über 20 Aufrufe. Klingt nicht viel. Aber ich überlege, dass Minecraft und Valheim im Schnitt zwischen 1 und 5 haben. Ja. Ich war gestern tierisch stolz. Ich habe die 10.000er Marke geknackt. Wobei? Also gesamt, auf dem Gesamtkanal Aufrufe. Über alle Videos. Das ist doch cool. Bin jetzt bei 10.016. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Müsste ich jetzt gucken. Ich lasse mir das auf meinem Stream Deck anzeigen. Habe ich halt hinter einen Knopf gelegt. Ich glaube. Lass mich überlegen. Die 30 hatte ich schon. Ja, die 30 hatte ich schon. Mhm. Entweder bin ich knapp unter den 40 oder ich habe die 40.000 mittlerweile auch schon. Keine Ahnung. Das ist aber so. Aufrufe ist halt, ne? Viel sind die Shorts. Muss ich ganz klar sagen. Ja. Alleine die World of Warships Shorts von damals. Alleine die waren bei 12.000 Aufrufe alle zusammen. Und dann ist halt. Ist halt, wenn er dann so überlegst, ist das halt nichts, ne? Ja, aber du hast ja immer noch die Möglichkeit, über die Shorts dann tatsächlich was reinzukriegen, ne? Klar. Sind halt auch viele dadurch gekommen, durch die Shorts, da ich dann Abonnenten bekommen habe. Mhm. Deswegen nutze ich die auch nur. Ja. Ja, ich bin ehrlich zu euch, ich nutze die Shorts nur, um Abonnenten zu generieren. Ich bin so ein Arsch. Ich mache das nicht wie andere und kaufe mir irgendeinen Scheiß. Ich wüsste auch nicht, warum ich mir das kaufen soll. Nee, das ist halt.
Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das ist Thema verfehlt. Das hat dann nichts mehr mit irgendwas alleine erreichen oder so zu tun. Das ist dann... Ja, das ist halt ein... Ne? YouTube ist ein harter Grind, wie ich feststellen musste. Definitiv. Habe ich am Anfang auch nicht so gedacht, aber ist halt so. Definitiv, und das ist halt... Im Grunde kannst du auch... Walheim. Ja, kannst du auch sagen, man cheatet sich das Leben, ne? Und das ist halt... Ne. Sollen sie tun und lassen, wie sie wollen? Mir ist das egal. Ich werde es nicht machen, aus dem ganz einfachen Grund. Wenn sie dich erwischen, hast du ein Problem. Dann hast du ein ganz großes Problem. Ja, dann ist der Kanal weg, ne? Ja. Oder... Nö, also, habe ich keine Lust drauf. Ich muss sagen, die ersten 1000 zusammenzukriegen, fände ich noch nicht mal so schlimm, wenn man es macht. Das Problem ist halt dieses organische Wachstum, und YouTube kriegt das sehr gut mit. Das Schlimme ist halt dieses Urplötzliche dann. Von 0 auf 100. Und das ist halt, ne? Ja. Ich habe ein Video von einem gesehen, der hat ganz bewusst gesagt, so, ich mache jetzt hier einen neuen Kanal und ich probiere das mal aus, was dabei rauskommt. Was bringt das? Wie funktioniert das? Weil da steht dann immer garantiert so und so viele. Hm? Und letztendlich, der hat sich die Aufrufe, oder der hat halt dadurch, dass er sich die Abonnenten gekauft hat, hat gesagt, ich möchte 2000 Abonnenten haben. Das war das, was die garantiert haben innerhalb von 7 Tagen. Und dann hat er sich da hingesetzt und hat gesagt, ja, mach mal. Und dann schossen die Abonnentenzahlen weit, weit drüber. Irgendwie 3.500 oder so. Also fast das Doppelte. Ja. Und dann hat YouTube angefangen, zu recherchieren. Nee, nicht recherchieren. Die haben einfach nur gesagt, okay, das passt hier alles nicht, weil er hat dadurch keine mehr Aufrufe gekriegt. Also keiner hat sich ein Video angeguckt, aber einen Kanal abonniert. Ja. Seltsam. Die wurden rausgefiltert, aber... dadurch, dass der dann kurzfristig halt so einen Trend hatte, sind halt andere darauf aufmerksam geworden. Und am Ende, nachdem die das dann deutlich länger durchgezogen haben mit ihren, wir bringen dich auf 2000, ist er dann tatsächlich da hängen geblieben, mit auch welchen, die regelmäßig mal geguckt haben. Das ist also sehr schön. Für dieses erste Anschieben funktioniert das wohl. Trotzdem... muss ich sagen, bringt mir das nicht wirklich was. Habe ich nicht wirklich Bock drauf. Ah, herrlich! Ach, Entschuldigung. Ach, schön. Was hast du? Ach, ich wollte Zinn holen und habe gedacht, ich könnte in der Luft weiterlaufen. Hat dann nicht so funktioniert. Moment. Ah, herrlich. Herrlich. Schön. Ah, ja. Also, Luftläufer bin ich dann nicht. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, dann müssen wir sowieso, ne? Hoss, vielen Dank für deinen Follow. Ach, herrlich. Ah, da geht er wieder. Willkommen, wie geht's dir? Ach, schön. Einfach mal in der Luft laufen. Das ist doch... Das ist so schön. Ja, herrlich, ne? Herrlich. Funktioniert. Ja. Dann müssen wir dann sowieso, ne? Wenn wir da hier diese. Oh, Junge. Warte, ich muss erstmal hier. Ja, erstmal. Ehrlich. Ja, aber so sinnlos im Endeffekt. Komm, ich jetzt mal hier auf Twitter hau.
Wollt ihr mir da direkt raus? Hallo? Du sollst mich nicht komplett verspotten. Aua. Einmal hier tweeten, einmal. Du bist doch so eine Drecksau. Verdammt, warum hat der den. System Account? Das ist ein Lack falsch. Den hätte ich gerne. Nee, ich werde hier zum Gespött. Ja. Leute, da müsst ihr kurz durch. Ach, wir leben unseren Humor. Wir lieben ihn ja, nicht nur, wir leben ihn. Ey, was bringt das auch, wenn wir nicht darüber lachen? Wo ist denn jetzt da unten? Wo ist denn jetzt da unten? Ja, wo ist denn jetzt da unten? Ich gucke die ganze Zeit nach oben und finde das da unten nicht. Wenn ich jetzt sage, ich habe was Blaues gefunden. Mit blonden Arschhaaren. Quasi. Hier ungefähr. So, ich habe den Clip natürlich veröffentlicht. Oh, ich habe nichts anderes erwartet. Ich wollte doch nur Zinn haben. So. Ach, da läuft das weiter. Schön. So, jetzt können wir auch hier wieder auf Kupfer kloppen. Na? Ja, Kupfer brauche ich nicht. Ich brauche Zinn, brauche ich. Ist mir egal, du wolltest gerade noch Kupfer haben, jetzt kriegst du Kupfer, musst du mitleben. Och nö. Ich komm zurück und bring was mit. Hast du jetzt davon? Dann zieh ich mich mal an. Ich hab den Helm immer noch nicht abgeholt. Tada. Die Nummer 6 drücken wir. Und ich komm mal in deine Richtung. Ja, ich komm schon in deine. Ich komm schon in deine. Ja, ich komm auch in deine. Sag mal, seit wann werfen wir denn hier mit Steinen? Was ist denn verkehrt bei dir? Komm her. Daneben. Ins Bein rein. Ins Bein, das hab ich ja. Ey, der kann durch Bäume laufen. Junge, du musst auch. Weil ich noch habe. Ja, der war auch daneben. Junge, lern doch mal zielen. Ja, ich habe gerade keine Stamina. Nein, dich meine ich doch nicht. Ich meine hier. Papa Schlumpf meine ich. Oh, der hat wehgetan. Oh, der war übel. Junge, was ist denn los? Auf den Kehlkopf. Ja? Ja. Ach, guck mal. World safe in 30. Oh, das hatten wir aber lang nicht mehr. Oder wir haben es lang genug ich weiß jetzt nicht, ob es Baumstamm oder Trollhand war. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Oh, hat er nicht gekriegt? Ah ja. Hat er. Holy crap! Alter, der beamt der sich gerade weg, kommt wieder und steht direkt vor mir. Wer weiß, was du gesoffen hast. Oh, shit. Weg. Ich könnte was zu essen, verdammt Affe. Ich hab nix. Tot? Nee, alles noch gut. Wenn der Grauzwerg mir jetzt nicht auf den Sack gehen würde hier, wäre das ganz schön. So, Troll haben wir. Grauzwerg, komm her. Alter. Hey. Du suchst was zu essen, ne? Guck mal, da sind Blaubeeren, jede Menge. Muss man zwischendurch einfach mal pflücken. Ja. Yeah. Dann hat man auch was zu essen. Wundervolle Idee. Danke. So, wo ist denn meine Grabstein? Da hinten ist er. Ja. Hey. So. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin?
Da. Da okay. Ist immer ein Raubstein. Der Troll hat gerade diesen Stein hier weggewämst. Also so komplett. Jetzt steht er hier wieder. Kann ich den Runenstein wieder lesen? Ach nee, immer wieder die. Seid gewarnt vor den Grauzwergen, die versteckt in den Schatten. Bla 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 bla. Interessiert keine Sau. Dass die Flamme fürchtet, die lodernde Flamme spüren. Interessiert keine Sau. Ehrlich. So, haben wir das schon mal hingekriegt? Zinn wollte ich. Ich brauche Zinn. Richtig. Dann. Da 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 da. Da 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 da. Warum habe ich eigentlich eine Grauzwergen-Schamanen-Trophäe, obwohl ich bisher noch gar keinen Grauzwergen-Schamanen gesehen habe? Also, noch gesehen schon, aber. Das weiß ich doch nicht. Wer weiß, was du da im Wald treibst? Dinge, die du nicht wissen willst. Ja, siehste. Aber soll ich dir in der nächsten Folge davon berichten? Will ich das? Bestimmt. Glaube ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Helft mir!